Ja, heute Wasser oder Woi, diesmal wieder mit einem Wein von der Saale. Wir sind nämlich in Naumburg an der Saale inzwischen angekommen bei unserer Kanutour. Also diesmal kein Wasser oder Woi mit einem Talk, obwohl neben mir die Maria sitzt, sondern ein kleiner Reisebericht sozusagen. Ja, und der Wein, der stammt also wie gesagt von der Saale, genauer gesagt vom Weingut Kloster Porta. Und da sind wir auch vorbeigekommen, das war gestern gewesen. Los ging die Saale-Tour von Rudolstadt in Thüringen. Und nun sind wir in Sachsen-Anhalt angekommen. Auto, Zelt und Boot stehen auf dem Platz des Kanuvereins Rudolstadt. Als erstes erwartet uns ein Wehr gleich am Kanuvereinsplatz und wir wagen eine Fahrt über die neue flache Steinschüttung. Immer im Hintergrund die Heidecksburg, der Stadt ein großes Barockschloss. Hier die Fahrt über die lange Steinschüttung. Aufgenommen mit der GoPro am Bug des Kanadiers befestigt. Ja, wir haben jetzt hier unsere Saale-Tour begonnen bei Rudolstadt und die Strömung ist ganz angenehm. Manchmal gibt es ein bisschen flache Stellen oder wie gesagt gleich hinter dem Kanuverein ein Wehr, das wir gefahren sind. Ja, das ging ganz gut. Die Schwimmweste hat man angehabt, aber das ist eher zur Sicherheit. Und die Strömung ist ganz gut. Manchmal gibt es einen Baum im Weg, manchmal ist es ein bisschen flach. Das ist hier normal auf der Saale offenbar, zumindest im Sommer bei diesem Wasserstand. Orlamünde ist die nächste Übernachtungsstation. Auch andere Bootsfahrer mit Schlauchboot oder Kanu zelten hier. Die Orla ist ein kleiner Nebenfluss der Saale und mündet hier in den größeren Fluss. Ja, zuerst aus der Sicht des Bootes und dann aus der Luft. Unser nächster Übernachtungsplatz ist bei jener versteckt am Ufer. Nachts ist es doch recht frisch und morgens ist die Butter gut, fest, selten streichfähig. Die kleine Brezel zeigt, dass wir Speyerer sind. Vor jener noch ein Wehr, in diesem Fall umtragen. Wie bei den meisten Wehren der Saale bis Naumburg. Und wir haben einen Bootswagen dabei, der gute Dienste leistet. Aber obwohl ein Teil des Gepäcks entladen ist, ist es eine schwere Arbeit.
Das war nun eines der Weihe bei Jena und nach dieser Anstrengung ist nun eine Pause fällig in einem Straßencafé in Jena. Jena ist die zweitgrößte Stadt in Thüringen mit etwa 111.000 Einwohnern. Ja, und angesiedelt zwischen Moderne und einigen wenigen historischen Bauten. Wir genehmigen uns ein Mittagessen im Gasthaus zum Roten Hirsch mit Schnitzel und Pfifferlingen. Vom nächsten Übernachtungsplatz der Rabeninsel gibt es nur wenige Aufnahmen, nur diese Luftaufnahmen. Der Campingplatz liegt zwischen einem Wehrkanal und der Saale. Das sind die Schlösser von Domburg, hochgelegen auf den steilen Kalkfelsen der Saale. Dieses Wehr bei Dobritschen müssen wir nicht umtragen. Hier auf dem Wasserrastplatz zelten wir mit anderen Kanuten. Die Saale ist mit Kanuten, die sich ein Boot leihen, gut befahren. Hier bei Kamburg mit der gleichnamigen Burg über dem Ort. Das Ziel der ersten Etappe ist erreicht, der Zeltplatz Blütengrund bei Naumburg. Eine Maske sollten Sie immer aufbehalten, insbesondere natürlich zum Einkauf. Wo gibt mehr Land, freies Land, unterm Sternenhimmel dort? Sperrt mich nicht ein, wo lasst mich sein, ganz allein, unterm Sternenhimmel dort? Sperrt mich nicht ein, oh lasst mich sein, ganz allein, in den Abendträumen lauschen, auf das Rauschen in den Kornmullbäumen. Lasst hinweg die Zäune weg, die Grenzen räumen, sperrt mich nicht ein. Lust die Bügel, lust die Zügel, gib den Pferden freien Lauf. In die Prärien will ich jagen, bis nach Tagen ragen Lande vor mir auf. Dort möcht ich hin, wo den Westen blaue Berge säumen, dort, wo die Kriegsimund sich silbern schäumen. Lasst hinweg die Zäune weg, die Grenzen räumen, sperrt mich nicht ein. Oh, lasst mich ziehen, lust die Bügel, lust die Zügel, gib den Pferden freien Lauf. In die Prärien will ich jagen, bis nach Tagen ragen Lande vor mir auf.